Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Bubble Bobble. Mal schauen, was das Game so hergibt. Copyright ist 1988, ist also eher ein frühes Game. Wir haben hier einen Zwei-Spieler und ich kenne Bubble Bobble selbst noch nicht, also nur von Videos, Bildern und so weiter. Gespielt habe ich es auch noch nicht. So. Links, rechts, A ist hüpfen, B ist schießen. Gut, die muss ich wohl abschießen, das muss ich wohl einsammeln. Na. Komm schon. Wie kann ich das da einsammeln? Eingesammelt. Eingesammelt und jetzt? Ah, Stage 2. Ah, mich erwischt. Da könnte ruhig ein bisschen höhere Feuerrate haben, das. Der Drachen da, der Kleine. So, da. Eingesammelt. Highscore Game halt. Grafik ist hübsch. Musik. Luft nach oben, sagen wir mal so. Da alles da eingesammelt wieder hier. Also zu hoch, da oben ist ein Abschuss. Schwammel habe ich jetzt irgendwie versäumt. Aha, was ist das? Ein D. Come on. Wie ist das D? Mich. Das hätte diese Buchstabe gebracht. Das hätte mich doch interessiert. Einfach Feuer draufhalten. Kreuzfeuer. Was das Ding hergibt. Ah, ist eh. Ist das eh das Exit oder vielleicht? Oder? Aha. Was da alles zum Einsammeln gibt. Und jetzt? Ja, es ist ganz nett, aber. Also den Hype drum verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, wie gesagt, es ist ganz gut gemacht, aber reicht das? Ich dachte schon, das ist Eis und man rutscht, aber nein. So, alles platt gemacht da. Jetzt wollen wir dieses E da wieder. Gut, ich wollte das X auch noch holen. Alles abballern da. Da unten gibt es noch was zum Holen. Warum ich dieses E hier nicht bekomme? Aha. Das ist ja mal nett. Aber kommt jetzt noch mehr Mechanik irgendwann dazu, weil irgendwie. Ja, es funktioniert gut, aber reicht das? Ich weiß nicht. Macht ganz Laune, aber. Mir fehlt ein bisschen der Tiefgang. Ah, jetzt hat mich der von oben erwischt. Ah.
Boah, das war einfach nur Glück. So. Ah, da bin ich schon. Level 11 schon. Ah ja. Ja, ich würde oben nicht kommen sehen. Okay, es wird schon zunehmend schwerer, keine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es zu zweit wesentlich lustiger ist. Es fühlt sich schon sehr kartig an irgendwie. Aber, naja, ich glaube, ich werde kein Fan davon werden. Game over. Gut. B, C, J, J, I. Schön. Continue. Einmal geht noch, oder? Sind wir erst bei 6 Minuten. Das hat Bubble schon verdient. Ja, also es wird schwerer. Was war denn das zum geiler Zuckerl? Oh, der hat mich da oben gekillt. Zu weit rauf. Für mich ist nicht die beste Strategie anscheinend. Sehr gut. Weg damit. Ah, so. Bubble Bobble ist täglich sein Gemüse. Ist zu verschwunden wieder. Oh, ein Smiley. Ah, ich finde die Kollisionsabfrage manchmal ein bisschen fragwürdig. Die hat mich gekillt. Ich bin noch nicht bei 10 Minuten. Ah nein, jetzt habe ich von vorne angefangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, von vorne anfangen muss jetzt eigentlich nicht sein. Die ersten Level sind doch gar ein bisschen einfach. Man kann durch manche Sachen kann man durchhüpfen und durch manche nicht. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Und ja, jetzt habe ich gut Punkte gemacht, aber aha, Diamant. Komm schon. Zucker. Ah, Mist. Zu langsam. Komm schon, alles explodieren lassen. Da einsammeln. Paprika hole ich mir auch noch. Supi. Ja, ich glaube, man muss jetzt zu zweit spielen. Also, wenn ihr das Spiel kennt und es schon zu zweit gespielt habt, dann sagt es mir, ob es zu zweit nicht nochmal ein paar Ecken gleich besser ist. Ja, ist nämlich so meine Vermutung. Also dieses N habe ich jetzt nicht bekommen. Was sollen diese Buchstaben auch? Das wird einem natürlich auch nicht erklärt. Ah, ja. Zu gierig gewesen nach den Diamanten hier. Offensichtlich. Ein Zucker hätte ich gern. Zucker. So. Ah, ich kann auf den. Kann man auf meinen eigenen Blasen springen ein bisschen. Oder wie? So, da. Da rauf. Ja komm. Ah. So geht's natürlich auch. Muss ich auch noch zu. Ah, man muss uns jetzt einbabbeln und dann kann man ihn erst zerstören. Ach so ist das gedacht. Jetzt begreife ich hier erst mein Handeln. Ja, aber ihr seht, ich zock's jetzt doch mit viel Elan. Macht schon Spaß, das Spiel. Ich hab mal einfach nur von so einem bekannten Titel vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Das ist ja oft das Problem. Dass man sich von den Retro-Titeln, die man noch nicht kennt,
und die man vor allem nicht von damals kennt, dann doch ein bisschen enttäuscht ist oder einfach nicht das ist, was man erwartet hat. Wollen wir schon wieder eine Schande, Bubble Bobble noch nie gespielt zu haben, weil das ist schon sehr bekannt und da gab es ja X Remix, glaube ich auch, oder? Aber irgendwie hat es mich nie gecatcht. So, dann gut, Level 7, lassen wir das mal. Das war Bubble Bobble. Bubble Bobble und am NES. Ja, macht schon ganz schön Spaß. Wenn ihr es nicht kennt, auf jeden Fall anzocken und vielleicht auch auf jeden Fall mal zu zweit zocken. Ist zu zweit sicher doppelt lustig. Ja, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Unten abonnieren und auf der rechten Seite könnt ihr euch anschauen, was ich nicht schon alles gezockt habe. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ciao, ciao.